Für ein Angstseminar braucht Holger Spinnen. Und die gibt es an seinem Lieblingsort. Ich ziehe mich halt gerne in die Natur zurück. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, Plätze zu finden, wo man wirklich alleine ist. Und alleine ist man natürlich auch nur, wenn man das Handy ausstellt. Aber das hier ist eine Mailbox. Die ist ja auch wichtig für das Seminar. Schauen, ob die auf den Finger kommt. Schon als Kind kam Holger hierher, immer den Blick zum Boden gerichtet. Die Welt der geschmähten Krabbeltiere war seine Zuflucht. Durchaus möglich, dass ich mich in der Kindheit oder auch dann später gerade in der Jugend als Außenseiter gesehen habe. Und vielleicht habe ich mich dann natürlicherweise den Spinnen zugetan gefühlt, die irgendwo auch Außenseiter sind und den wenigsten Leuten gemocht wurden. Also früher als Kind war ich und als Jugendlicher war ich so viel alleine, dass es mich in die Natur gezogen hat. Da habe ich eine Form von Geborgenheit habe ich da gespürt. Heutzutage bin ich so viel unter Menschen, dass ich mich in die Natur zurückziehe, um mal keine Menschen zu sehen und um mal alleine zu sein. Ja, und früher war es umgekehrt. Da waren keine Menschen da und das hat Stress erzeugt. Regiebesprechung auf dem Set für die Kinderserie Die Pfefferkörner. Weil sie geht, Schluss jetzt, dann wird sie die Treppe rauf. Dann ist er reingegangen zu ihr ins Zimmer. Im Off, sehe ich nicht. Und dann kommt er da wieder raus, so ist gedacht, nicht? Zwar hat Joey keinen eigenen Wohnwagen, aber ein echter Star steht über den Dingen. Hauptsache, die Fans bekunden ihre Zuneigung. So, bitte Ruhe für die Probe. Ich bin eigentlich eher so diejenige, die am Set mehr oder minder fast schon die Böse ist. Die Strenge. Ne? Lass es. Ne? So alle anderen sind hurra, hurra, alles toll, aber ich muss ihn ein bisschen runterhalten, sonst flippt er hier total aus und würde oh, super toll und nur rumbellen und sowas. Ne? Und das ist gerade, wenn du drinnen drehst, musst du das vorher bedenken, dass er nicht wie ein Verrückter rumherlaufen kann, gerade mit seiner Größe und so. Und da ja sein zweiter Vorname Tollpatsch ist, wird er eben auch alles umrennen. Es droht zu regnen, doch die Schlussszene muss heute noch gedreht werden. Joey soll am Tisch sitzen, im richtigen Moment bellen und vom Stuhl springen. Guck mal, Joey, so sah mein Vater aus. Das Schwierige an Dreharbeiten für einen Hund, die Konzentration zu behalten. Menschen wuseln an einem vorbei, alles riecht lecker. Nein! Interessante Geräusche lenken ab. Reizüberflutung. So ist fein. Bleib schön sitzen. Du kannst nur da stehen. Schimpf nicht gleich mit mir. Warum? Ich hab dir nichts getan. Nö. Und dann die ultimative Verlockung. Joey, lass das. Joey, nein. Doch Joey hält Stand. Und? Hier. Bitte. Guck mal, der Hund. Oh, guck doch mal. Ist er da nicht? Bist du ruhig? Ich glaube, das kann man so machen, glaube ich. Ja, danke. Und hier ist jetzt noch nichts Lebendes drin. Holger hat eine Mission. Er möchte seinen Mitmenschen seine Lieblingstiere näher bringen. Vor allem denen, die Spinnen auf den Tod nicht ausstehen können. Also ich habe 4 Tage gebraucht, um tatsächlich anzurufen. Mhm. Aber ist normal. Ja. Ja, denke ich auch. Ja. Und es war auch nicht einfach. Also das gebe ich zu. Ich habe schon einfachere Telefonate geführt als das. Brigitte Buck leidet nicht allein. Je weiter ein Tier von der menschlichen Gestalt abweicht, umso stärker ist oft die Furcht, die es bei vielen auslöst. Das Ganze gefällt mir nicht. Die Beine, der Körper. Das ist irgendwie so. Boah. Ja, es kann schlimmer werden. Holgers Seminarstrategie ist so simpel wie effektiv. Spielzeugspinnen bereiten Brigitte Stress. Doch nach 3 langen Stunden stellt sich ein Gewöhnungseffekt ein. Das ist total furchtbar. Die Krabbeltiere wirken nicht mehr so exotisch und angsteinflößend wie zuvor. So, dann setze ich die Emilia einmal auf den Tisch. Plastikspinnen, alles schön und gut. Doch lebende Spinnen sind eine andere Erfahrung. Siehst du solche Bewegung denn irgendwie kurz in eine Richtung, wenn sie ein bisschen irritiert ist? So dicht war ich, glaube ich, in einer echten großen Spinne noch nie in meinem Leben. Ist ja auch ungewöhnlich. Also sind ja die wenigsten Leute. Das ist echte Panik gerade. Obwohl sie eigentlich
Ja, ich würde nicht sagen, hübsch ist, aber hässlich, richtig hässlich ist sie irgendwie auch nicht. Nee, ne? Nee. Auf Dauer kann eben niemand dem Charme der Emilia widerstehen. Das sind ja auch sympathische Tiere, also die hübsch aussehen und Namen haben und Individuen sind. Also die sind ja schon, also die Emilia zum Beispiel ist ja 13 Jahre alt. Oh Gott, ich tue es gerade wirklich, ey. Und guck mal, und jetzt kannst du aber... Nicht bewegen. Du sagst, wenn sie wieder weg soll, ja? Du kannst das einfach bestimmen. Dann, Emilia, einmal in die Kamera strahlen. Ein Beweisfoto soll Brigitte Mut machen. Jetzt muss ich auch noch einen freundlichen Gesichtsausdruck machen. Denn wer schon einmal Emilia auf der Hand hatte, kann es auch mit einer Kellerspinne aufnehmen. Oh. Ich muss mal hier, also irgendwas stimmt mit dem Bart nicht. Das ist ja schon gut. So. So ist er besser. Ja, aber der Mund sieht ja doof aus, ne? Ja, ich hab mir den einen. Peter, der Rentierbändiger, hat mal wieder einen Spezialauftrag. Peter ist das Mädchen für alles, genau. Peter ist ein Multitalent. Ja. Genau sowas. Naja, ihr schleimt schon wieder, ey. Na, kleine Maus. Mit knapp 5 Monaten fängt für Rentierkalb Freya nun der Ernst des Lebens an. Fototermin für Holgers Weihnachtsprospekt. Oh, Freya, Studio. Eigentlich sollte Freyas Mutter auch mit von der Partie sein. Doch das Zähmen des größeren Muttertiers zieht sich noch in die Länge. Und ihre Vorliebe für Halfter hat sie immer noch nicht entdeckt. Es ist natürlich jetzt relativ warm, deswegen hechelt sie hier natürlich jetzt so ein bisschen, ne, Süße? Und aufregend ist es natürlich auch, einfach so lange von zu Hause weg. Werbefotograf Christian Martin muss Weihnachten etwas früher inszenieren. Experte ist er in Sachen Kinderfotografie. Diese Arbeit ist ähnlich. Auch Kinder halten nicht ihre abgesprochenen Positionen, gucken nicht in die Kamera. Geh weiter zum Schlitten noch. Noch weiter weg, wenn es geht. Rentiere bieten zusätzliche Herausforderungen. Ist gut. Oh, oh. Ich hab euch gesagt, das Rentier läuft aus. Vorsicht. Ja, Respekt. Genau, genau. Rentier, Knecht Ruprecht, Wichtel und Engel sind werbeträchtig abgelichtet. Aber eine Aufgabe bleibt noch unerledigt. Ich bekomme die alle Geschenke. Ja, aber nur wenn du dich jetzt hinsetzt und kurz in die Kamera freundlich guckst. Emmy, lass noch mal den Schritt. Private Weihnachtsfotos für die Omas. Ich weiß, warum ich lieber mit Tieren als mit Kindern arbeite. Odin! Odin, dann gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Dann wird der Weihnachtsmann angerufen und es gibt keine Geschenke für dich. Wer mit Rentieren umgehen kann, weiß auch, wie man ein Kind in Szene setzt. Und du willst auch Weihnachtsgeschenke haben. Das sieht der Weihnachtsmann, dass du nicht mit dem verkleideten Peter ein schönes Foto gemacht hast. Weil nur wenn mit dem verkleideten Weihnachtsmann schöne Bilder macht, der kriegt vom Richtigen auch Geschenke. Da würde ich lieber kurz sitzen bleiben und kurz einmal lachen. Eigentlich ist es doch auch ganz